Jo, guten Abend zusammen. Eisenplatten wollten wir noch haben, das weiß ich noch. Sonst habe ich mir nicht gemerkt, was wir noch machen wollten. Aber das kommt bestimmt gleich von euch. Ich warte erst noch eh, bis ein, zwei Leute eintrudeln. Dann spiele ich erst weiter. Ich weiß noch, also wir haben den traurigen Nil eingesammelt. Und der kann nicht wirklich irgendwas. Oh, Blorius hat gleich subscribed. Sehr schön. Genau, also der traurige Nil ist neu dabei, hat Minus-Stats, wie auch immer das gehen soll. Aber er saß wohl ziemlich lange in dieser Kneipe. So ein paar hundert Jahre. Und da ist er wohl eingerostet. Aber ich denke, wir werden ihn eh einfach nur nutzen, um irgendwo Steine abzubauen oder so, weil er braucht kein Essen und kann durchgehend da bleiben. Ja, mal gucken. Momentan wurde er, glaube ich, losgeschickt, damit er hier im Säureregen, der aber gar nicht mehr runtertropft, nach einem Geschäft sucht, um eine Eisenplatte zu kaufen. Das dahin. Oh, ich glaube, da läuft er hin, zu dem Prosthetics-Laden. Ja. Das Ding ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Ich muss sagen, diese Robotersiedlung im Dunkeln ist ein bisschen schwer zu navigieren. Ich sehe schon einen Overhaul-Mod vor meinen Augen, der alle Städte ein bisschen besser beleuchtet. Gibt's bestimmt. Ich habe ja auch schon im Workshop umgeguckt. Es gibt ein paar Overhauls, aber die machen primär die Gruppendynamiken so ein bisschen anders. Oder fügen gleich ganze Städte hinzu. Aber einfach nur Licht habe ich nicht gesehen. Wobei die wenigsten Siedlungen sich vielleicht auch beleuchten wollen. Ich meine, es lockt ja noch eher. Na, wobei, die haben überall diese großen Dinger da stehen. Das wird denn keinen Unterschied machen, wenn jeder Laden, der aufhat, vielleicht noch irgend so eine Neonröhre anschmeißt oder sowas? Du kannst die Gebäude anklicken, dann steht links, was für ein Gebäude es ist. Ja. Skelettlager. Okay. Skelettlager. Robotikladen. Das ist der Prosthetikladen, wo wir hingehen. Okay. Großes Lager. Das heißt, es gibt einfach keine anderen Geschäfte hier. Es gibt nur eine Kneipe und einen Prosthetics-Laden. Und eine Waffenkammer. Und die Waffenkammer war das abgeschlossene Ding, ne? Nee, das ist offen. Okay. Mad Hat JJ, Girogon, ob du es heute wohl schaffst, die Lizenz zu holen? Das hat nichts mit Schaffen zu tun, das hat mit Wollen zu tun. Und Wissen. Weil ich weiß immer noch nicht, wo hängen ist, diese Stadt. Wir haben uns hier eine Karte gekauft. Da ist jetzt Schobatei eingetragen und hier unten ganz viel Gedöns. Klagen, Gattum, Market, Clownsteck. Aber kein Hack. Und ich will bitte nicht gespoilert werden über alles Mögliche. Dankeschön. Das hier sieht nicht natürlich aus. Verwehte Rast, ne? So, wir haben es halb. Ich denke, ich kann loslegen. Ärmel hochkrempeln hier. So, also, kleine Bestandaufnahme. Wir haben, wie gesagt, den traurigen ne Nil eingesammelt. Eine günstige Arbeitskraft. Ashlyn ist auch noch in dieser Roboterstadt und wollte sich hier eigentlich verstecken, bis der Säureregen aufhört, weil sie ist ein bisschen angetitscht von dem ganzen Sapschzeug. Zu Hause ist ein bisschen was passiert, ja. Also am Ende des letzten Streams schon. Es war ein wenig chaotisch. Hessrick sollte vielleicht nochmal eingepackt werden, aber wir haben immer noch nicht genug Schlafsäcke. Eventuell könnten wir bald Betten erforschen. Gwendolyn liegt irgendwie neben der Matratze, ich weiß auch nicht warum. Also Talana könnte gleich looten. Na, sie hat schon so viel Krams. Ja, wir werden auf jeden Fall hier auseinanderklamüsern müssen, was davon noch zu gebrauchen ist, was nicht und was wir looten dürfen und was nicht. Das müssen wir dann schauen. Wir haben keinen, der stirbt. Ein paar Leute mit ein bisschen wenig Blut. Aber die sind alle stabil. Ui, 500 Bits, Dankeschön. Wir sind alle stabil. Das heißt, ich kann jetzt einfach weiterspielen. Wir haben auch den Raid überstanden. Es sollte kein Raid kommen, aber Fraktionen. In 10 Stunden kommt die Händlergilde und hätte gerne 4000 Cats, was ja völlig okay ist. Vorerst. Okay, das heißt, traurige Nil,
Du läufst jetzt weiter zu diesem Prosthetics-Laden. Da lang, ne? Ja. Prosthetics-Laden. Kommt auch schon ein Skelett raus. Suchst du etwas? Ja, Metallplatten. Ich denke, ihr habt hier Metall. Stimmt. Wir brauchen eine Metallplatte, damit wir selber Metallplatten herstellen können. Ja, zeig mir, was du hast. Beine. Oh. 38% mehr Athletik. Und dafür nicht schleichen können, wir schleichen eh nicht so viel. Nicht so gut schwimmen können. Und das ist nur ein Bein. Moment mal, wie ist das, wenn ein Bein jetzt schneller ist und das andere ist dann langsamer? Das ist im Kreis. Also ja, im High-End-Bereich können wir mal ein bisschen gucken, was das angeht. Aber er hat keine ganz normalen Metallplatten. Und wir klauen jetzt auch keine ganz normale Metallplatte hier. Nein. Notfalls gehen wir einfach zu der Taverne bei uns um die Ecke. Da ist ja auch so ein anderer Laden und dann war es da schon. Aber hier war noch ein Weapon, irgendwas. Hier nicht großes Lager, das war am Eingang. Gebäude. Das da, Waffenkammer. Hört sich jetzt auch nicht unbedingt an, als wenn da Ressourcen wären, aber gut. Da rein. Achso, während du läufst. Talana. Genau. Guck mal, ob. Yay, Raids. Danke, Timmy. Talana, guck mal, ob sie ihren Ramsch aus den Rucksäcken da abladen kann. Nein, das hat eine Talana Wehr schon mal gemacht. Können wir schummeln? Also so machen? Nein. Warum kriegt er es nicht mehr zurück? So oder so ist es voll. Oh, noch ein Witz. Na schön. Ein Ausrüstungslager wäre super, aber es braucht wahrscheinlich auch wieder Eisenplatten. Na ne, gut, also Talana ist voll, dann kann Talana forschen. Tirik, bist du schon voll? Nein, Tirik kann noch. Komm. Nase voll, go, go. Du hast nix. Woher sind wir hier nicht schon mal durch? Du siehst nicht gesund aus. Du musst auch treten oder schlagen direkt. Da passiert sonst nichts. Ich glaube, seine Beine sind gebrochen. Sieht nicht natürlich aus, was da passiert. Tirik rumpelt selber. Da ist eine Waffe. Gut, nimm die Waffe. Alles andere am Ramsch. So, und jetzt kannst du mal, ne? Da. Wenn du das passiv ausmachen. Oh ja, das könnte helfen. Dankeschön. Ja. Hilft. Hilft. Ja, Harassment. Habe ich schon drauf reagiert. Mit sortieren. Mit. Oh ja, schön viel cooler. Die dürfen wir noch nicht aufheben, die Schuhe. Die werden bis ans Ende aller Zeit abgetrennte linke Arme eines Menschen. Nein. Nimm ihn mal mit und wirf ihn einfach ins Haus, auch wenn wir schon kein Bett über haben. Da rein. Und wir nochmal prüfen, oder das.
Terry, wie hast du das gerade gemacht? Hat der Hessrik da reingeworfen oder was? Na gut, gehen wir da hin und gucken mal, dass die beiden auch ordentlich im Bett liegen. Also wenn dann aufheben, ordentlich reinlegen. Ja, und Gerogon liegt auch nicht so wirklich drin. Weil die regenerieren halt nur, wenn sie wirklich drauf sind. So. Dann gucken wir bei ihm hin. Er ist jetzt hier am Waffenladen. Warum? Was ist hier passiert? Traugenil hat kein linkes Bein mehr. Ja. Hallo, Zimmi. Ich denke, wir durften hier nicht reingehen. Und ich habe die Nachricht halt zu spät gesehen. Das heißt, Ashlyn ist jetzt auch aggro mit denen? Ja. Kopfgeld 20.000. Ne, das ist das alte. Du hast kein Kopfgeld bekommen. Ist aus der Bar geworfen worden? Ich muss vorsichtig sein mit dem Gruppen aufteilen. Das kann anscheinend echt in die Hose gehen. Geh schon mal Richtung Ausgang. Du kannst den nicht reparieren, weil du keinen Repair Pack für Bots hast. Heb ihn mal. Wenn aufheben, dann werden sie auch stinkig auf Ashlyn. Nee, Ashlyn geht einfach mal vor die Tür. So, und sobald es hell wird, weil es nur 2 Stunden dauert, dann steht er vielleicht auch auf und dann passt das schon irgendwie. So, dann zurück. Irgendwas stimmt hier gerade absolut nicht. Was machst du jetzt da oben, Talana? Hast da auch irgendjemand gejagt? Ich habe dir doch eigentlich geschickt, dass du runtergehen sollst, um zu forschen. Haben wir was zu forschen? Nee. Okay, dann geh halt an den Brunnen. Oder nee, noch besser, geh an Steinrüttler temporär. Jallen hat Probleme. Ist nur irgendwie aufgestanden. Was ist denn los, Jallen? Was siehst du denn? Vergesst den Säureregen nicht, da ist gar kein Säureregen. Und danke für den Sub an DK. von Blorius. So, Talana sieht auch rote Dinge. Aber das wird kriechen. Der kriechen ist weg. Der da. Du bist ein. Nee, doch, du bist schon ziemlich fit. Unfit. Sag ich doch. Gegenteil von fit. Das da noch irgendwie rein. Schub. Wir brauchen mehr Lager. Bei Ashlyn ist auch kein Säureregen mehr. Auch schon zum Start des Streams war keiner da. Das hat mich ein bisschen gewundert. Also es kann sein, weil das Gebiet neu geladen wurde, dass dann der Regen weg war. Keine Ahnung. Ah, Traugenil ist jetzt wach, in Anführungszeichen. Oh, jetzt ist der Regen wieder da. Ich hätte nichts sagen sollen. Gut, dann Ash. Komm her, sag den ein. Und hau ihr ab. Und weg. Die Stadt hier ist nichts für uns. Das heißt, ja, sie kriegt jetzt wieder Schaden, aber sollte sie bis nach Hause schaffen und dann schläft sie eine ganze Weile. Kann absolut nichts sehen hier. Also ich glaube, wir müssen da unten rum irgendwie. Genau da unten rum.
glaube zumindest, dass wir jetzt hier darunter gehen können, hier rum und dann einmal um diesen See rum. Alternativ kann ich einfach nach Hause klicken. Sie findet schon selber ihren besten Weg. Ne, ich hoffe mal. Das ist zumindest eine Rampe. Okay. So, Yallen ist am Brunnen. Talana macht nix. Tirik macht auch nix. So, dann macht ihr das beides da. Und ich guck mal, was so ein Bett braucht, wenn wir die Betten überhaupt schon bauen können. Feldbett ist einfach nur das Ding auf dem Boden. Was mir auch schon fast reichen würde. Backofen, Getreidespeicher. Also das große Haus steht noch als nächstes an. Und dann auch noch eine Windmühle. Aber das will ich alles erst machen, wenn wir die eine Metallplatte haben hierfür. Ich könnte auch einen von denen losschicken jetzt in die Stadt, um da auch eine Metallplatte zu holen, aber es ist gerade alles ein bisschen zu angeditscht und so. Oh, Ashen ist... Ja, die Roboter sind wach. Geh lauf. Ja, also die ganzen Roboter, die hier rumstanden, sind wohl nachts irgendwie aktiv geworden oder weil wir uns mit dieser Waffenkammer da angelegt haben oder es ist einfach nur Zufall. Aber Ashen ist schneller als die. Alles gut. Der macht auch nichts. Nö, das war nur Zufall mit denen. Grafikglitch? Grafikglitch. Diese Runde auf 60, teilweise 40. Und wir sollten. Warum läufst du direkt an so einem Ding vorbei? Aber die hören sie recht schon von alleine auf. Okay, gut. Was hätte ja auch sein können, das ist ein Roboter, dass sie einfach den Schnurstracks immer weiter verfolgen und Ashen die jetzt gerade ins Lager bringt. Graue Wüste. Hat sie den Säureregen jetzt mitgebracht? Nein. Okay, super. Dann wirf den bitte mal hier auf den Boden. Absetzen. Und wer von euch ist am fittesten? Was für eine Frage. Hast du was zum Reparieren für den Bot? Nein, habe ich nicht. Deswegen wollte ich eigentlich jetzt Ashton hier irgendwo ausruhen lassen. Gerogon kann das noch machen. Der hat positive Werte. So, Ashton legt sich jetzt hin und bleibt erstmal 2-3 Wochen im Bett. Gerogon schnappt sich den Typen. So. Schnappt sich ein bisschen was am Beut. Darf ich ihn plündern? Ja, darf ich. Du hast schon alles vollgesteckt. Haben wir noch einen Rucksack irgendwo? Kleiner Rucksack da. Gut. Schnappt jetzt noch ein bisschen was im Beutel, läuft zur Taverne, besser den Shop neben der Taverne, verkauft dann den Kram, kauft ein Repair Pack und alles ist gut. Beim Stehen erwischt worden, was? Was ist ein Sand denn hier? Diebstahlchance 4%. Du bist ein Schmuggler und ein Exklave. Was geht dich das an, dass wir einen Sandninja bestehen? Also das Faction-System ist manchmal echt komisch. Und warum hat der Sandninja einen Geldcontainer, wenn ich ihn aufmache? Knuff den. Okay. Du kannst aufhören raufzuschießen, Yallen. Okay. Was bist du? Du bist auch ein Sand, in den du läufst. Aber dich können wir aber gerade nicht angreifen, weil du anscheinend im Flee-Modus bist oder so. Die sind alle schon geplündert. Okay. Yallen, geh wieder Brunnen. So, und alle mal wieder auf nicht-passiv stellen, falls wieder sowas passiert. So, Gerogon, go, go. Oh, warte.
unbedingt Waffen weg, Bolzen wegnehmen. Schwerter wegnehmen. Ein Pack wegnehmen, alles wegnehmen. Das war nicht wegen dem Schmuggler. Der Sanninja hat nur tot gespielt und ist dann natürlich gemerkt, dass du sie zu ihm kamst. Ja, verstehe ich auch nicht. Weil wenn er sich tot stellt und ich will ihm was wegnehmen und er sagt, oi, mach das nicht, dann weiß ich ja, dass er sich nicht tot stellt. Oder dass er sich tot stellt. Und dann könnte ich ihn doch theoretisch knuffen zum Beispiel. Ja. Also ich erpe mir das noch irgendwie zurecht, dass hier in der Welt gewisse Gesetze einfach unabdingbar gelten. Dass man zum Beispiel niemanden auf dem Boden liegenden einfach angreifen darf oder ausrauben darf, außer er ist wirklich tot. Und ja, ist irgendwie alles so. Das fände ich dann auch für Mod interessant, dass solche Sachen dann umgangen werden können. Wobei es ja auch sehr zu unseren Gunsten ist, wenn wir mal K.O. geschlagen werden, dass dann nicht gleich jemand ankommt und quietsch. Ja, einfach akzeptieren, wie es ist erstmal. Dahin. Idealerweise reparieren, bevor sein Bein irgendwie ganz abfällt. Hier oben ist alles noch okay. So, hi. Zeig mir, was du hast. Pause. Pause. So. Weg, 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 weg. Weg. Einen davon sollten wir behalten für. Ne, wir haben auch noch rumliegen, das ist okay. Weg, 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 weg. Raus dahin. So. Eisenplatten. Eine. Und da ist ein Skeleton Repair Pack, aber das ist das teure. Nehmen wir ein günstiges. Nur das schlechteste für unsere neuen Rekruten. So, leg dich hin. Absetzen und Repair. Okay. Traugenie kann wieder stehen. Bräuchte den Ball theoretisch ein Bett, wenn das Bein ganz heilen wollen würde. Aber wir stehen einfach an irgendeinem Ding, was durchgehend bearbeitet werden kann. Dann ist gut. So. Dann können wir wieder weg. Und ich habe Ashlyn vergessen. Nee, Ashlyn ruht sich ja schon aus, sie ist schon wieder zu Hause. Ich dachte, ich hätte sie unterwegs jetzt irgendwo vergessen und sie umgekippt. Aber nee, die ist nur im Erholmodus da. Oh. Sie muss gar nicht im Erholmodus sein. Sie hat sich so schnell von dem Säureregen erholt. Wow. So, der Sandninja da. Ist angeschlagen, ist definitiv wach. Lars. Lars ist ein Fesseln aufschließen, Verletzungsschienen. Machen wir das. Ein bisschen Skill gehen. Talana, die Maschine ist voll. Warum wird sie denn nicht abtransportiert? Weil die Aufgaben ausgestellt sind. Okay. Trader Guilds Visit bewegen sich auf den Außenposten zu. Das ist okay. Tirik, du hast mal als Job Steinmaschine. Aufgaben sind an. Die müssen sie noch ausruhen. Er zappelt da komisch rum. Diese Maschine ist voll. Ja, dann Wasserlager haben wir nicht. Wir haben Weizenstroh, aber kein Wasserlager. Nö, na gut. Geru ist noch unterwegs. Traugeniel läuft vor. Die laufen anscheinend nicht zusammen, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich es nicht angeklickt habe da unten. Das könnte sein. Und hallo an alle, die online gekommen sind. So. Weißt du was, du... Komisch, geh weg.
Derek hat die Steinmine als Job und kriegst auch nochmal das Ding dazu, falls das andere beschäftigt ist. Bist du jetzt tot, tot? Nein, du bist bewusstlos. Plündern. Gut. Das war der Todsteller. Ist jetzt nackt. Dann macht er schon mal weniger. Da, das kommt auch mit. So, wer braucht noch Rüstung? Hesrick, richtig? Achso, und der traurige Nil. Also Hesrick. Ach da. Hesrick handeln. Das bitte anziehen. Das bitte anziehen. Helm. Ja, kannst auch anbehalten. Und du kriegst noch ein solches Schwert. Und dann müssen wir gucken, welches er später benutzt. Und das kann verkauft werden, weil er soll ja keine Fernkampfwaffe benutzen. Ja. Raus. Du hast einen Rucksack an, voll mit Zeugs. Talana. Also alle haben jetzt so ein Ruben-Ding, richtig? Rube. Nee, Gwendolyn nicht. Kurz im Schlaf umziehen. So. Das ist okay. Bolzen. Ich weiß nicht, welche Bolzen das Ding eher benutzt. Die schweren oder die leichten. Oder ob jeder Bolzenwerfer alle Bolzen nutzen kann. Beides drin. So, und jeder braucht theoretisch ja noch eine Nahkampfwaffe, wurde gesagt. Gib mir. So viel Kram. Wir sollten einfach alle in die Stadt gehen. Hier, Talana, komm auch mal bitte kurz her. Und tausch mit Gwendolyn. So, ein Schwert von Talana zu gewinnen. Also Fernkampfwaffe, Nahkampfwaffe, Bolzen, was zum Heilen und eigentlich auch was zu essen. Sollte jeder so haben. Gut, Talana geht wieder weg. Krematorium wird vorgeschlagen. Ja. So, ich stelle jetzt alle, die verkaufen gehen sollen, nachher rechts. Tirik auch Aufgaben kurz auf, auch nach rechts. Talana, sowas von rechts. Jallen ist nicht so super voll, hat noch ein paar Sachen. Können also noch plündern. Wenn hier überhaupt noch irgendwo irgendwas zu holen ist. Yep. Schwert für dich. So. Aufgaben aus. Auch noch da. Geru ist inzwischen hier und kann jetzt das Ding zu Ende bauen. Das heißt, jetzt haben wir Steinherstellung. Mit den Steinen können wir dann Baumaterial herstellen. Wir haben eine Eisenmine und mit der Eisenmine können wir die Eisenplatten herstellen, hiermit. Das wären jetzt Eisenplatten und Baumaterial unendlich theoretisch. Leider locken die Leichen auch Fleischfresser an, also aufpassen mit der Menge an Leichen. Ja, okay. Okay, wird bandagiert. Und was machst du jetzt? Du willst dich hinlegen? Nee, tut mir leid, Mädel. Außerdem machst du deine Aufgaben doch aus. So, Hethrick. Hethrick hat so gar nichts, kann hier bleiben. Gwendolyn hat auch nicht wirklich was, kann auch hier bleiben. Trauriger Nil könnte sich ja bedienen, was Ausrüstung angeht, wenn er noch irgendwo was findet. Und sonst bedient er sich bei einem der Rucksäcke. Ah, hier sieht's gut aus. Chup. Bolzen in der Wand?
Oder hängen da Bolzen an der Wand? Ja, du hast es auch wieder nur zum Tragen. So, die vier würden gerne losziehen. Gerugon. Ich habe kein Baumaterial. Was fehlt denn? Es fehlen noch mehr Eisen. Ich dachte, es wäre nur eine, die fehlt. Okay, wir ziehen jetzt los. Oh, warte, du kannst mal die Tür da abschließen. Aber wir lassen jetzt unsere beiden verwundet. Willst du mich bearchen? Du hast keine Aufgaben an. Geh da hinten hin. Geh. Oh. Also das ist nur wegen dem einen, der wegläuft. Du verschließen. Gut. Ein nackter Mann mit Bart verarscht uns alle. Okay, genug gearscht. Genau, Bandage zu Ende, auch wenn du immer noch keinen Job aktiv hast, machst du das irgendwie. Wo ist nur ich mal? So, die Taverne, da waren wir jetzt häufig genug. Da oben ist eine Stadt, die ist weit weg, aber der Trupp wird sich das mal angucken. Das heißt, wir laufen jetzt alle einheitlich. Oh, Tirik. Wie schnell bist du? So, alle mal dahin laufen. Ich gehe kurz durch, wer... Oh, ich kann die Aufgabe, die Truppen mal kurz aufteilen. Also Hesrick... neue Gruppen zu pflögen. Und das hier ist... unterwegs. So, Hesrick und Gwendolyn sind nur zu Hause. Jo. Und so kann ich jetzt den ganzen Trupp auswählen. Muss ich da die Taste verdrücken? Okay. Also der ganze Trupp läuft bitte erstmal Richtung Taverne. Und ich gucke jetzt unterwegs, wer wie schnell ist. Ashlyn 18, Gerugon 18, Yallin 11, Talana 7, Tirik 10. Okay, ja, Talana ist mit Abstand die langsamste. Das heißt, Ashlyn, Talana, hochgepackt. Schub. So. Nochmal. Jetzt ohne Talana. 13, 18, 11, 10, 12. Tirik ist langsamer. Gerugon, nimm ins Werk. Hier ist Gerugon bei 9. Aber es ist gutes Krafttraining. Trotzdem so. Alle zusammen. Da lang. Ein bisschen geplinkelt in der Party. Wir Skelette zeigen es nicht, wenn wir lachen. Wir sind zu deprimiert, um für alle sichtbar zu lachen. Kauf mal mehr Karten. Es gibt noch mehr Städte in deiner Nähe. Ja. Das Problem damit ist leider, dass der Händler in der Taverne seit einer Woche nicht neue Ware bekommen hat. Das macht es denn ein wenig schwer. Aber wir gehen jetzt einfach mal schräg durch die Wüste in Richtung der Stadt. Vielleicht sehen wir unterwegs noch irgendeine andere. Oder irgendwelche Händler, mit denen wir Handel treiben können. Das passt schon. Währenddessen regenerieren die beiden sich hoch. Und bezahlen dann die Steuereintreiber, wenn sie dann auftauchen. Ja, die kommen bald. TM. Oh, danke, Turidan. Einfach nur ein bisschen Augen offen halten in die Richtung, wo die jetzt auch laufen. Ob da irgendwelche anderen Viechzeugs ankommt und nicht. Sonst laufen die jetzt einfach. Ich drehe die Geschwindigkeit aber nicht hoch, nur für den Fall, dass die Steuereintreibsappe da sind oder dass irgendwelche Mini-Raids passieren, also keine richtigen Raids, sondern einfach nur ein Angriff. Wenn es zu schnell läuft, also noch schneller als das jetzt, dann würde
Ah, das ist zu schnell vorbei sein. Ich könnte nicht ordentlich reagieren. Die Skellies erzählen immer etwas von der Geschichte der Welt, wenn sie eine neue Region betreten. Gehört zur Backstory. Ah, okay. Die normalen Partymitglieder aber auch. Also als wir in das Augegebiet gegangen sind, meinte ja auch jemand, dass ein zweites davon irgendwie noch unterwegs sei. Und eine andere Theorie aus dem Chat war. Oh, das ist eine Karawane. Eine andere Theorie aus dem Chat war dann, dass diese Strahlen, die dann wieder runterkommen, dass es gar keine Feuertornados sind, sondern irgendeine Orbitalwaffe, die feuert. Aber ist es denn eine Orbitalwaffe, die einfach auf irgendwelche Käfer ballert, oder warum ist es so random? Ich denke, es sind einfach nur Feuertornados. Was bist denn du? Händlergilde. Ist das jetzt die Karawane, die zu uns will? Die letzte Händlergilde, die bei uns erpressen wollte, sah rabiater aus. Und der bestimmt überhaupt wieder kein Geld. Hi. Ja, 0 Credits. Aber wir können, also Trauriger Nil kann sich mal selber so ein Ding kaufen. Und dann hat er jetzt 2000 und dann können wir die Dinger loswerden, um wieder an das Geld ranzukommen. Kann sich nicht leisten. Essensblöcke, Bücher können wir uns immer kaufen. Bücher sind immer gut. So, dafür dann wieder Kram weg. Können auch ein zweites Pack holen, aber das reicht eigentlich, glaube ich, erstmal eine Weile. Essen brauchen wir nicht. Elektronische Komponenten. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Also, ob wir sie jetzt in absehbarer Zeit schon brauchen. Aber haben ist besser als nicht haben. 699, 343. Das ist so teuer für ihn. Ah, hier. Gut. Ja, hat sich gelohnt, den kleinen Umweg hier zu machen. Da machen wir vielleicht auch noch einen kleinen Umweg drumrum. Oder ist es da immer so wolkig? Komponenten für Windräder, endlich Licht und Strom. Ja, das klingt sehr praktisch wiederum, ja. Also da lang. Warum da lang? Okay. Zu Hause alles gut? Oh, warte. Zu Hause alles gut? Da sind immer noch rote Dinger, die ich nicht plündern darf. Die Wachen, die keine Wachen sind, hängen hier immer noch ab, aber die helfen nicht wirklich viel. Und die Mercs sind nicht mehr da. Na, mal schauen. Nö, lass sie ruhig zu Ende heilen, ist alles. Alles gut. Da ist ein Käfer. 26 Angriff. Nee, bald können wir anfangen, einzelne Käfer zu jagen für mehr Skill Gain, für, ne, dann stärker werden und dann noch einfachere Käfer jagen und alles so. Aber jetzt würde ich das ungern machen. Ich erinnere mich daran, als es umhergeflogen. Oh nein. Die haben nur 14, aber es sind viele. Girugon, lass Tirik runter. Ashlyn, lass die runter. Alle. Oh, die hauen ab. Ja, ihr lasst uns in Ruhe, wir lassen euch in Ruhe. Alles gut. Okay, der Käfer da oben ist immer noch da. Sind ganz schön zickzack laufen. Und wir können alle schleichen. Ha. Dum, Schleichen ist auf offener Plane durch die Wüste. Danke, Hokuri. Es gibt Skill Gain. Ja, ist nicht unbedingt
so super sinnvoll, aber es könnte ein bisschen was helfen, dass wir an den Tieren vorbeikommen. Wenn wir nicht vorher alle verhungern. Nee, komm, lass das. Geh einfach dran vorbei. Glaube, da hinten ist noch was. Nee, das ist noch ein Vogel. Okay. Also geh mal nah ran, aber nicht stumm, aber nicht nah genug. Und was sind das da? Yay, Graspiraten. Klingt jetzt nicht so gefährlich. Klingt eher verplant, aber okay. Da lang. Müssen eigentlich dahin. Das da ist mir suspekt. Es wird einfach nur ein Sandsturm sein, richtig? Das heißt, im Sandsturm können wir schlechter kämpfen. Aber dass es so stationär ist, um dieses Ding da. Hinten läuft ein einzelner Hund über die Dünen. Ist doch ein Hund, oder? Da ist ein komischer Baum. Ein abbaubarer Baum? Eisenressource. Okay. Büchse sagt, moin moin, wie ist das Spiel? Liebäugel auch schon länger damit, das ist super. Aber wenn du Sandboxen magst und abgefahrene Random Events magst, à la Dwarf Fortress, genau das Richtige. Schön grindig, schön brutal. Also brutal, sowohl was Metzler angeht, aber auch an Schwierigkeitsgrad und Anspruch. Also wenn man ein zu großes Ego hat und nicht damit klarkommt, regelmäßig zu verlieren und auch K.O. geschlagen wird und so weiter, ohne gleich den Reflex nachzugehen, neu laden zu wollen, dann ist es das richtige Spiel. Also wenn du Dwarf Fortress und oder Dark Souls magst, bist du hier richtig. Da kommt noch ein Trupp Blutplünderer. Das sollten wir umgehen. Na komm, geh mal da Richtung komischem Ding rein. Hoffen, dass die nicht hinterherkommen. So. Und das neue Lager zu Hause. Gwendolyn steht mal auf. Gwendolyn. Ich komme hier nicht raus. Er schließt die Tür auf, Mädel. Grüße, meine Damen und Herren. Wie freundlich er doch sein kann, wenn er Geld abholen möchte. Hast du nochmal ein Schwert? Nein, hier ist Nakidai. Okay. Hallo, Madame. Die Zahlung für die Mitgliedschaft in der Händlergilde ist nun fällig. 4000 Katz. Hier. Danke, Madame. Wir sehen uns in einer Woche. Das war's. Okay. Dann darfst du wieder Aufgaben nachgehen und bist nicht mehr passiv. So, unterwegs. Unterwegs sehe ich die andere Gruppe jetzt gerade nicht. Oh, wollen wir da mehr rangehen? Danke, Darkpaw. Wir wollen eigentlich nur Ramsch verkaufen. Okay, und eine neue Stadt finden, aber vielleicht liegt da ja Zeugs rum, das wir nicht mitnehmen können, wenn unsere Taschen voll sind. Es wird immer dichter. Nee, komm. Nee, 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 nee. Benutzen jetzt diesen Sandsturm, dass das Ding eventuell generiert oder keine Ahnung, um nicht angegriffen zu werden und näher zu kommen an die Stadt. Da sieht man gar nichts. Heißt aber auch, wir könnten jetzt in irgendwelche komischen Sandwürmer reinstolpern und würden nichts davon mitbekommen. Vielleicht mal es einfach nur Habst und alle sind weg. Natürlich wäre es kein normaler Sandwurm. Es wäre ein mechanischer Sandwurm, der Laser aus den Augen schießt und Ponys ausspuckt. Sandsturm setzt seine Kampfwerte runter. Ja, ich will eh nicht kämpfen. Das ist mir ganz recht so, dass die Kampfwerte runtersetzt. Das heißt, wenn wir hier angegriffen werden, können wir schnell weglaufen. Da sind sie.
Okay, Sandsturm und Nacht ist noch schlechtere Kombo. Wir brauchen Taschenlampen. Aber ich hoffe mal, die Truppe kommt da so durch. Selbst wenn jetzt irgendwas in Angriff mäßig kommt, dass sie einfach weglaufen können. T-Rex Bein ist ja wieder einigermaßen flott, oder? 12. Naja, 12 reicht nicht. 12 reicht nicht zum Weglaufen vor ihm. Oh, freie Sicht. Fast. Ja, 12 reicht nicht zum Weglaufen von Gegnern. Da müsste schon so 18 her, glaube ich. Wieder Huckepack nehmen. Ja, Ashlyn, nimm mal wieder Talana. Dahin. Guten Abend, ist die Basis kaputt? Nee, wir haben es jetzt aufgeteilt. In zwei Gruppen. Eine Gruppe, die gerade unterwegs ist zu einer neuen Stadt. Und die andere Gruppe, die zu Hause in der Basis ist. Hi Gero, etwas spät, oder? Nö. Ich habe vor 3 Tagen oder so umgestellt auf 2030. Und das auch auf WhatsApp, Discord, Twitter und so veröffentlicht. Weil 18:30 hat einfach nicht gepasst. Da hatten zu wenig Leute Zeit. Außerdem, so eine super langen Streams mache ich auch nicht mehr. Jetzt ist ja eher so 3 bis 4 Stunden die Norm. Und wenn die Kleine bei mir ist, ist es halt doof. Oh. Weil sie ist zwar inzwischen auch alt genug, alles allein zu machen und allein zu Bett zu gehen, zu suchen, aber das ist nee. Aber jetzt ist sie erstmal noch eine Woche bei ihrer Mom. Da ist irgendein Viech. Andererseits trainieren die gerade nicht Athletik, also werden sie auch nicht schneller. Warum trainieren die nicht Athletik? Jallen. Athletik. 94, 95. Wenn sie nicht belastet sind, trainieren sie Athletik. Wenn sie belastet sind, trainieren sie Stärke. Und Athletik, da bin ich mir gar nicht sicher. Aber die sind jetzt am Trainieren. Ich halte gerade Augen offen nach irgendwelchen Städten, die vielleicht in der Nähe sein könnten. Wobei unsere Truppe da ja bessere Augen hat. Ich meine, diese Schwarzstadt wurde ja auch schon meilenweit entfernt. Die Getragenen trainieren nicht. Ach so, ja, das stimmt. Oh. Menschenjäger. Braucht Talana. Talana braucht ganz bestimmt Athletik. Warum war sie eigentlich langsam? Wegen der Überladung, ne? Dann kann sie doch einfach ihren Rucksack. Genau, Gerogon nimmt den Rucksack ab und kriegt den Rucksack von Talana. Und bin sie immer noch beladen. Siebenunddreißig, null. Aktualisiert das sich vielleicht erst, wenn wir. Ja, jetzt könnte es klappen. Bleib mal kurz stehen. Ashlyn absetzen. Dahin. 10. Nö. Warum? Überlastung und Rüstung. Ach so. Welche Rüstung macht denn? Ach so, die Stiefel. Ja, Stiefel aus. 12. 12 ist okay. Vorerst. Ashlyn mit 21. Ja, na gut, können wir nicht wieder warten. Wir sind ja gerade auch ein Lasttransporter. Ja, Sandalen geben plus 1 Zugeschwindigkeit. Ja, stimmt. Ich wollte auch mal zur Standardausrüstung, also dass jeder Essen dabei hat, Bandagen dabei hat und so, auch noch ein paar Sandalen pappen, dass sie dann im Notfall schnell die Schuhe wechseln können von irgendwelchen Lederschuhen, die auch ein bisschen Schutz bieten, zu halt Weglaufsandalen. Materials Trader hat einen Außenposten erreicht. Neue Lager. Quinlan. Wir haben Waren mitgebracht, Schwarmlose. Das ist jetzt nicht so eine heftige Beleidigung für Menschen. Pause.
Economy Lag. Nein, danke. Wir stellen das alles selber her. Er hätte aber Geld. Quenlin, hol die Sachen. Stahlplatten kaufen, Ausrufezeichen. Aha, Gwen hat eine ominöse Eingebung, dass wir vielleicht Stahlplatten gebrauchen könnten. Tschunk, tschunk, tschunk. Aber wir haben doch schon Eisenplatten, sind. Ey. Was ist so schnell? Bessere Qualität werdet ihr nirgendwo finden, versprochen und weg. Händlerecke entdeckt. Wer? Wo, wie, was? Hang! Da müssen wir hin. Ja, nice. Okay, du mach wieder dein Ding. Wo finde ich eigentlich den Link zu deinem Discord? Genau, Ausrufezeichen Discord oder unter jedem Video ist ein Link zu allen wichtigen Sachen eigentlich. Also auf YouTube. In der Beschreibung. So, das ist jetzt Hängen. Was ist denn die Händlerecke? Die Händlerecke ist doch ein kleiner Außenposten außerhalb von Hängen. Okay, wir müssen jetzt zu einem gewissen Yandu in Lord Logans Headquarter in Hängen. Also eventuell verkaufen wir jetzt den ganzen schönen Rahmen, den wir dabei haben, nur um dann uns da jetzt einmalig freizukaufen. Mal schauen, wie das so funktioniert. Was war da gerade rot? So, normale Geschwindigkeit bitte. Wir müssen mit niemandem reden, oder? Samurai, Torwache, Vereinigte Städte. Ich sollte auch nicht immer so offen in Städte reinlaufen, weil wir haben Roboter dabei. Manche Leute mögen keine Roboter, die Heilige Nation zum Beispiel. Und Ashlyn hat ein Kopfgeld von, ne, auch 20.000 bei denen. So, wir brauchen jetzt, da ist eine Polizei. Lagerhaus, Waffenladen, Allgemeinladen, Robotikwerkstatt, Wohngebiet, Adelshaus, Diebe. Schön, wie offen die alle damit umgehen. Bekleidungsladen, Wohngebiet, Bar, Kaserne. Schon größer hier, ne? Sklavenladen. Bank. Bank. Hauptquartier der Händlergilde. Das sieht doch gut aus. Da wollen wir hin. Und vorher machen wir den Stopp bei dem allgemeinen Warenladen, um Zeug zu verkaufen. Aber es wird nicht günstig werden, sich da irgendwie freizukaufen, also permanent freizukaufen. Weil wenn sie jede Woche 4.000 erpressen können, warum sollten sie denn jetzt irgendwie 10.000 annehmen? Das rentiert sich absolut nicht. Es müsste irgendwie schon 50.000 oder so sein, damit es ansatzweise, ne, profitabel nennen würde. Also für die. So, da rein, nicht angreifen. Wir sind hier, um mit einem Yandu zu sprechen. Schon mal ein bisschen besser verteidigt als unser Laden, ne? Diese Etage ist er nicht. Das sind einfach nur Wachen. So, wir sind auch zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt, ne? 5:30 Uhr. Gehen wir. Ich wollte eh erstmal verkaufen, ne? Gehen wir erstmal runter. Gehen dahin und kommen in 1, 2 Stunden wieder, wenn da auch jemand wach ist.
Das ist vielleicht nicht der beste Eindruck, wenn wir ihn aus dem Bett holen. Letzte Warnung, geh oder stirb, niederträchtiges Skelett. Oi. Okay, du wartest allgemein mal. Draußen. Anscheinend mag die Händlergilde keine Skelette. Wichtige Information. Und der Allgemeinwarenladen hat auch zu. Macht um 6 auf oder wann machst du auf? Joggen wir ein bisschen. So, schneller. Wiep, wiep, nö. Ja, 6.20 Uhr. Rein. Gucken, ob sie auch gleich anschreit wegen dem Bot, aber scheint okay zu sein. So, du hast aufgemacht, aber du willst nicht mit mir handeln. Na gut, aufmachen heißt ja auch nicht gleich, dass man bedient wird. Hm? Samurai. Händlerwache. Ja, der Händler wird gerade irgendwo aufgestanden sein und erst hier hin tapseln. Könnten Sklaven kaufen. Das ist der erste Sklavenhändler, den wir sehen, richtig? In der Nähe? Also bei den Bots gab es keine. Und bei unserer Taverne gab es auch keine. Also hier könnten wir regelmäßig Verstärkung holen für unseren Außenposten. Vielleicht, wenn du einen anderen Char nimmst, um ihn anzusprechen. Das ist nur eine Händlerwache. Das ist nicht der Trader selber. Da ist der Händler selber. Ah, töte oder wird... Nein! Wir waren noch gar nicht mehr in dem doofen Ding drin. Stopp, Sklave, wo ist dein Meister? Na. Lauf! Lauf, 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 lauf. Begeht Verbrechen, 15. Bleib stehen. Passiv. 9, 8, 7, 6, 5. Begeht Verbrechen, 20, okay. Lauf, 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 raus, 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 raus. Hol dir mal andere Rassen, haben sie gesagt. So ein Skelett ist nicht schlecht, haben sie gesagt. Oder dieses Scheck-Ding. Alles super. Kannst du alle Gebiete gut abdecken in deiner Garnison. Ja, ja, ja. Von wegen. Das macht alles nur Probleme. Tyrik ist irgendwie hingefallen. Lauf, lauf. Wenn du das nächste Mal in die Stadt gehst, soll das vielleicht ohne Skelett rein. Oh ja, das klingt sinnvoll. Die Sache ist nur die... Die haben Jallen auf der Schulter und laufen weiter hinterher. Gut. Die Sache ist nur die, ich dachte, das wäre halt nur in dem einen Gebäude, wo die nicht gemocht werden, die Skelette. Hören die vielleicht auch mal auf, hinterher zu laufen? Nicht wirklich, ja. Dann laufen wir nach Hause. So, Tyrik wurde eingebuchtet. Wir können ihn aber freikaufen. Das heißt, wir lassen einfach das Skelett irgendwo in der Wüste stehen, gehen dann zur Polizeiwache und kaufen ihn dann frei. Das sollte nicht allzu teuer sein, weil wir haben ja nichts gemacht. Nicht nur die Rasse ist bei gewissen Fraktionen das Problem, sondern auch das Geschlecht. Auch. Okay. Geh du mal dahin. Vielleicht folgt der Rest dann nicht. Ashlyn, Girugon, Talana. Genau, er lässt sich verprügeln. Ex-Sklaven.
Sklave. Sieht aus wie ein Sklave aus, 10%. Aber wir waren doch schon so lange unterwegs. Oh, was ist denn hier los? Ha! Die Samurai-Polizisten werden angegriffen von Bauern der... Ja, okay, die Samurais werden die zerschnitzeln. So, also. 23 Stunden fernbleiben von irgendwas. Gerugon. 20 Stunden fernbleiben von irgendwas. Du gehst jetzt alleine. Was machst du da?